Wenn Subnautica und Raft ein Kind miteinander hätten, dann würde wahrscheinlich so etwas dabei herauskommen wie Forever Skies. Dieses neue Action-Survival-Spiel findet nach einem apokalyptischen Desaster auf einer unbewohnbaren Erde statt, deren Boden nun mit giftigen Wolken bedeckt ist. Von einer Kolonie Überlebender im Orbit wird man zurück auf die Erde geschickt, um dort nach der Heilung für ein Virus zu suchen, das die Menschen befallen hat. Um die Lüfte der Welt zu bereisen, dient als Basis ein Luftschiff, das man ausbauen, einrichten und verbessern kann. Doch das Spiel führt nicht nur in windige Höhen, sondern hat auch tief unten im Staub die ein oder andere Überraschung parat. Das Spiel startet am 22. Juni in den Early Access und wird von dort an auf Basis von Community Feedback weiterentwickelt. Ich durfte vorab etwas reinspielen und daher seht ihr nun meinen ersten Eindruck von Forever Skies. Okay, ich bin jetzt hier in so einer Art Landekapsel und hier liegt ein PDA rum. Finde die Virenprobe um jeden Preis, unser aller Schicksal hängt davon ab. Natürlich, keine Frage. Was gibt's hier? Erste-Hilfe-Kasten nehme ich mit. Gibt's hier noch irgendwas? Ansonsten mache ich mich nach draußen, oder? Okay, die Tür war weg. Ich glaube, die finde ich nicht wieder. Oh, wow. Das sieht ja wild aus. Okay. Na, ich glaube, da unten will ich nicht hin. Dann folgen wir erstmal dem Pfad. Gesundheitsparameter niedrig. Nö, das geht aber eigentlich. Was gibt's hier? Loot. Maschinenteile. Maschinenteile nehme ich mit. Und aufwärts. Kann ich das? Ne, das kann ich nicht aufmachen. Gesperrt. Dann wohl hier lang. Und Computer verwenden. Kein Strom. Hier ist noch mehr Loot. Was funkelt hier? Benötigt Festkörperbatterie. Okay. Kann man das hier nehmen? Ne, das geht nicht. Was haben wir hier? Ah, okay, hier haben wir noch das Problem, dass noch nicht alles übersetzt ist. Alles ist schiefgegangen, seit wir das Virus gefunden haben. Wir werden alle krank. Equipment geht kaputt. Und dann ist da noch die Situation mit Noah. Wer ist denn Noah? Der Strom ist wieder aus und die Tür ist versperrt. Soll nach einer Batterie suchen. Okay. Jo, noch eine kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Das wusste ich leider vor der Aufnahme nicht, dass dieser Mix aus Deutsch und Englisch hier nur in meiner Vorabversion so ist. Bis zum Release sind alle Sachen auf Deutsch übersetzt. Ihr werdet das Problem also gar nicht erst haben. Oh, was ist das? Dosenwasser. Gib her. Was kann man hier auch aufmachen? Oh, da muss man aufpassen, dass hier scheinbar irgendwelche Sachen auch zu öffnen sind. Und vielleicht ein bisschen Loot haben oder so. Na gut, ich gehe erstmal weiter. Vielleicht finde ich ja eine Batterie. Was ist das? Sonnenmelone nehmen? Ich hab Hunger, oder? Gib mal Melonen her. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. So, was gibt's hier? Öffnen. Oh, Festkörperbatterie. Okay, sehr gut. Dann werde ich mal schauen, ob ich den Laptop zum Laufen bringe. Okay. Der funktioniert jetzt. Sehr gut. Und Noah ist der Dude, der das Luftschiff gestohlen hat, die Virenprobe gestohlen hat und das Funkgerät kaputt gemacht hat. Das ist ja nicht so nett von dem Noah. Die Virenprobe ist im überwachsenen Glashaus. Und wenn ich dahin will, soll ich Radio Towers, also Funktürme und solche Windfarmen untersuchen und besuchen. Und ich gehe mal davon aus, dass das quasi der Start, der Beginn der Story ist. Das ist quasi der Plot, mit dem man hier reinstartet. Allerdings wurde mir auch gesagt, dass die Story im Prinzip noch nicht implementiert ist und man sich hier erstmal während der Early Access Phase auf das ganze Gameplay, den Luftschiffbau und die Survival-Sachen konzentrieren möchte und die ganzen Story-Sachen und die erkundbaren Orte während der Early Access Phase nach und nach reinschiebt, so wie man das auch von Raft und Subnautica kannte. Wir haben hier so ein ziemlich Subnautica-likes Inventar, To-Do-Liste, Baupläne habe ich noch keine und die Datenbank. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Aber gut, was in Subnautica gut funktioniert hat, das kann auch hier sehr gut funktionieren. Was gibt's hier? Maschinenteile. Oh, okay, dem Dude hier, den geht's nicht so gut. Ich schätze, ich muss hier rüber, oder? Der sagt, er finde einen Weg, den Ort zu verlassen. Achso, und ich soll mir den Eintrag in der Datenbank angucken zu dem Virus. Hier, Viren.
Photophobie. Auswirkung, Sehstörung, Verletzung, direktes in die Sonne blicken. Ist das nur so dahergesagt oder? Alter! Okay, das ist nicht nur so dahergesagt. Ah, Mann. Okay, hier geht's jetzt rein. Und hier wird's noch runter und da drüben hingehen. Ich guck mich erstmal hier um. Was gibt's hier? Erste-Hilfe-Kasten, Maschinenteile. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ist nur so eine Start-Location, wo man quasi abgesetzt wird. Und irgendwo werde ich hier dann mein Luftschiff finden, denke ich, wo es dann erst richtig losgeht. Noahs Wahnsinn. Oh, hier ist es mal wieder übersetzt. Das liegt alles an verdammtem Staub. Noah hörte Stimmen. Er murmelte etwas davon, dass die Natur alles überlebt, sogar den Untergang der Welt. Wir haben ihn zu seinem eigenen Besten in eine Zelle gesperrt. Aber der nicht so nette Mensch hat den Extraktor versteckt und ist abgehauen. Ist das so eine Art Bösewicht oder Antagonist der Story? Wahrscheinlich. Essensration. Dosenwasser. Okay, hier ist noch so ein Dude, dem es nicht so gut geht. Aber ich glaube, der schläft noch. So, was gibt's hier oben? Maschinenteile. Und? Ach so, das ist das Luftschiff. Jetzt stand ich gerade kurz auf dem Schlauch. Was fliegt denn hier rum? Hallo? Das sieht ja wild aus. Ist das mein Luftschiff? Was habe ich denn hier? Benötigt Kondensatormembran. Und das ist... Weiß ich nicht, was das ist. Köderbehälter öffnen kann ich hier. Okay. Das wird man hier wahrscheinlich dann ausbauen können. Cool. Was steht hier so rum? Leere Flasche. Und, ach so, das sind so Wasserauffangbecken. Kann ich die abfüllen? Ja, kann ich. Wie viel habe ich denn? Jetzt 3 Flaschen mit dreckigem Wasser. Okay, boah, meine Survival-Werte sind aber auch schlecht. Lass mich mal die Essensration essen. Bisschen Dosenwasser trinken. Und am besten noch mehr. So. Was haben wir denn hier noch? Die Luftschiff-To-Do-Liste. Den Fabrikator platzieren. Den Deckextraktor platzieren. Okay, okay, okay. Ach, hier ist der Fabrikator. Ach so, deswegen steht oben... Platziere den Fabrikator aufs Luftschiff. Alles klar. Dann nehme ich den und stelle den jetzt hier hin. Oder? Ja, das funktioniert. So. Deckextraktor braucht noch einen Transformator. Ansonsten Maschinenteile, die habe ich. Was kann man hier bauen? Wasseraufbereiter. Einfacher Insektenköder, Insektenfänger. Ach, ist das das Teil, was da draußen steht? Wahrscheinlich. Elektrokocher. Und ein Bett. Meine Immunität nimmt ab, was auch immer das bedeutet. Ja, aber ich denke, bevor ich hier irgendwas machen kann, muss ich erstmal noch irgendwie Ressourcen sammeln hier, oder? Das hier liegt doch ganz viel rum. Ich denke mal, hier komme ich nicht durch. Aber es gab noch einen anderen Weg, den ich nehmen kann. Hier ist erstmal noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Hier ist noch ein PDA. Photophobia-Virus kann mit Lecithin geheilt werden. Und die gewinnt man von Staubmotten und anderen Dingen, die ja in diesem Nebel da unten leben. Ja, dass das Essen teilweise nicht so gesund ist, das habe ich festgestellt. Eine Membran für den Wasserkondensator liegt hier irgendwo rum. Ach hier, Kondensatormembran. Gut. Und noch eine Essensration. Ja, ich habe Hunger, gib mal gleich her. So, dann sieht es wieder gut aus. Hier sind noch Maschinenteile. Und kann ich hier drunter durch? Jo. Noch eine Dose und dann gehe ich mal hier hoch. Okay, hier sind mega viele von diesen Wasserauffangbehältern. Ich probiere mal das Schmutzwasser zu trinken. Naja, okay. Das vergiftet einen dann so ein bisschen. Aber war jetzt nicht so super schlimm. Kann man notfalls halt auch mal trinken, wenn es nicht anders geht. Sieht schon cool aus. Vor allem das ganze Zeug, was hier rumfliegt. Das ist ja absolut wild. Hallo Sonne. Ach, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Insektenköder gesucht, den man hier nehmen soll. Und der liegt hier einfach auf dem Tisch, wo auch diese Membran war. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Okay, das Ding sammelt jetzt Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Also da wir aber auch einen, Wasseraufbereiter haben, gehe ich mal davon aus, dass das Teil nur Schmutzwasser sammelt. So, hier kann ich den Insektenköder einsetzen und Köder absenken.
Ach so, das Teil angelt jetzt quasi da unten. Ja, aber was da unten ist, das will man doch nicht essen. Oder? Also, I don't know, aber ich bin da skeptisch. Ich gehe mal einen Transformator suchen. Was ist das? Ja. Okay. So langsam komme ich rein, wie die Sachen hier alle aussehen, die man in die Hand nehmen kann. Rudi, chill mal. Was zum... Ach so, ist da jetzt was dran? Köder anheben. Staubmotte nehmen. Okay. Ich habe eine Staubmotte. Die sieht ja lecker aus, oder? 15 Nahrung, minus 5 Wasser, minus 5 Gesundheit. Ja, was willst du machen? Runter damit. Oh, was? Heile das Photophobie-Virus. Ach so. Jetzt habe ich mich geheilt mit der Staubmotte. Stimmt. Stand ja auch da, dass da diese das heilen können. Cool. So, jetzt mit dem Transformator kann ich den Deckextraktor machen. Extrahiert Rohstoffe aus Objektresten. Großer Aktionsradius. Herstellen. Oh yeah. Printing completed. Also auf jeden Fall außen platzieren. Das muss sein. Da drüben ist irgendwie kein Platz. Verwenden. Ach so. Ah, so sammelt man Rohstoffe. Okay, man kann die ganzen Sachen hier irgendwie... Ja, da kriege ich jede Menge Rohstoffe raus. Ach, und auch das, was rumfliegt. Ja, cool. Alles klar. Dann hole ich mir mal ein bisschen was. Na gut, mal schauen, wie weit ich jetzt komme mit dem Crafting. Ich habe jetzt einiges an Material. Das müsste doch für das ein oder andere reichen. Wasseraufbereiter, stellen wir den doch mal her. Okay, das ist also nur für die Wandmontage. Dann mach das mal hier hin. Schmutzwasser hinzufügen. Ja, ich hatte ja noch ein bisschen was aus diesen Wassersammlern. Reinigung im Gange. Okay, dann mach mal. Und der hier hat auch was gesammelt. Kann ich jetzt wieder abfüllen. Kann ich eigentlich hier... Oder ist der Köder jetzt verbraucht? Nee, der ist nicht verbraucht. Der ist noch drin. 2 von 3 Haltbarkeit. Okay, den kannst du also 3-mal verwenden. Also wieder runter damit. So, was jetzt aber passiert ist, dadurch, dass ich die Tür hier weggeschossen habe, oder diese, was auch immer das hier versperrt hat, kann ich jetzt hier erkunden. Hier ist erstmal noch ein PDA. Hier geht's um die Erforschung des Scanners. Womit man verschiedene Objekte in der Welt scannen kann, um daraus Blaupausen zu machen, beziehungsweise Baupläne. Ja, das klingt nach einem bekannten Konzept. Ich brauche eine Batterie. Zufällig sind hier Batterien. Hier ist noch mehr Loot. Was ist das? Forschungsstation? Ach, das ganze Teil hier. Ja, das will ich haben. Dann stelle ich das mal rein hier ins Schiff, oder? Okay, hier scheint wieder irgendwas dran zu sein. Komm mal hoch. So, was kann ich jetzt hier machen? Batterie einsetzen und Forschungsstation verwenden. Scanner. Und leere Flasche und Maschinenteile. Naja, gut. Ich sollte ja den Scanner machen, also let's go. So, der sagt mir oben als Quest, nimm sauberes Wasser. Abfüllen benötigt eine Flasche. Ich habe nur schmutziges Wasser. Hä? Okay, der Scanner scheint erfunden zu sein. Ich kann auch die Flasche quasi erforschen. Dann baue ich zuerst mal den Scanner, würde ich sagen, wenn ich das kann. Wo haben wir den? Hier. Und sobald er die Flasche erforscht hat, das sollte jetzt der Fall sein, kann ich danach auch gleich eine Flasche machen. So, Scanner habe ich jetzt. Sieht aus wie eine Waffe. Das hier kann ich scannen. Was kann ich noch scannen? Was hier rumfliegt, kann man scheinbar scannen. Oh, das hat einiges freigeschaltet. Motor und Kraftstoff, kleine Lagerkiste und noch irgendwas, was ich jetzt so schnell nicht lesen konnte. So, jetzt habe ich sauberes Wasser. Ist doch nett. Plus 25 Wasser. Damit kann ich sehr gut leben. Hier haben wir jetzt eine Lettuce.
Lettuce. Was auch immer. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Lettuce. Aber ich habe ja gesehen, es gibt hier irgendwas, einen Elektrokocher. Das möchte ich auch gleich mal ausprobieren. Dann stell den mal hin. Und hier gibt man einfach oben was rein. Ah, und Wasser brauche auch. Kochen, let's go. Sieht aus wie ein überdimensionierter Reiskocher. So, dann senk du dich wieder ab. Ich brauche mehr Essen. Und was ist das nächste? Research Engine and Fuel. Also Motor und Kraftstoff erfinden. Hier geht's los. Was brauchst du natürlich wieder? Synthetische Materialien. Ich will mal was ausprobieren. Kuh aufheben. Passt ja hier nicht irgendwo. Ah, guck mal, der passt doch hier auch hin. Es war alles ein bisschen eng hier draußen. Ja, hier habe ich doch freie Hand. Viel mehr Ressourcen als auf der anderen Seite. Komm mal hoch, hier mach hier nicht so einen Krach. Gekochter Staubsalat. Let's go. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal einen Staubsalat haben? Und dann auch noch gekocht. So, gleich weiter kochen, aber jetzt brauche ich wieder Wasser, theoretisch. Komm, filter mir mal mehr Wasser hier. Dann geht das auch gleich besser voran. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben. Motor und Kraftstoff kann ich jetzt aber erforschen. Ich habe genügend Ressourcen. So, während du das machst, ich brauche für das nächste sicherlich auch wieder synthetische Materialien. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, langfristig sich auf jeder Seite so ein Teil hinzubauen. Gut, der hier ist fertig mit dem Erforschen. Dann heißt es jetzt Craft the Engine. Mache ich gerne. Motor. Los geht's. Und dann kann man hier hoffentlich endlich mal abheben. Ein bisschen rumfliegen. Und ich würde mal behaupten, damit geht das Spiel ja dann auch erst richtig los. Okay, das baust du einfach quasi an die Kabine außen irgendwo dran. So, Kraftstofftank öffnen. Hat jetzt natürlich keinen Kraftstoff. Aber da habe ich doch was gesehen. Brauchst auch synthetische Materialien. Oha, davon braucht man eine ganze Menge. Okay, ich habe jetzt mit Absicht gleich mal ein bisschen mehr gesammelt, damit ich hier nicht immer unterbrechen muss. Jetzt stellen wir Kraftstoff her. Synthetischer Kraftstoff. Printing completed. Und rein damit. Verlasse den Ort. Na, sehr gerne. Oh ja. Oh ja. So, wie machen? Shift und Control für die Höhe. Ah, ich kann nach unten nur. Scheinbar bin ich schon auf der maximalen Höhe hier oben. Okay, gut zu wissen. So, wo muss ich hin? Da hinten oder was? Da, wo es blinkt, da steht, ich soll zu irgendeinem Signal hinfliegen. Also, let's go. Okay, das ist nur eine kleine Plattform hier, aber ich probiere mal hier drauf irgendwie zu landen. Dann nehme ich die Geschwindigkeitssperre wieder raus und ab nach unten. Oh Gott. Okay, man sollte vielleicht vorsichtig sein beim Landen. Das ist ein Kommunikationspunkt, Funkturm-Variante. Okay, das ist sogar schön übersetzt. Türme, die zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen entfernten Punkten dienen, sie ermöglichen die sichere Navigation von Luftschiffen. Mögliche Quelle für Ressourcen und Baupläne. Meine Energie geht irgendwie runter. Dieses Stromsymbol da, das wird wahrscheinlich irgendwie Ausdauer oder Müdigkeit sein, bevor ich das jetzt hier erkunde. Ich habe gesehen, ich kann ein Bett bauen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Kriege ich das hier hin? Na, aber ganz knapp. Schlaf. Oh, es gibt sogar eine Uhrzeit. Und da füllt sich meine Energie sofort wieder auf. Okay. Das ist also die ganz normale Schlafe, um deine Ausdauer wiederherzustellen, Mechanik. Wobei ich jetzt nicht festgestellt habe, dass es irgendwie dunkel wurde. Als ich angefangen habe zu schlafen, war es ja schon 0 Uhr oder so. Na gut, mit dem Scanner bewaffnet, gehe ich mal hier rauf. Hier sind so Fässer, die man scannen kann. Was ist das? Neue Forschung, Basic Turbine. Okay. Ein neues Fortbewegungsmittel. Elektrische Elemente gibt es hier. Und einen neuen Transformator. Okay, die sind dann also. Und eine neue Batterie. Diese Türme hier kann man sich wahrscheinlich vergleichen mit den kleinen Inseln bei Raft. Für Rohstoffe und so. Nehme ich mal an.
Okay. Jetzt soll ich einen Ort finden mit Double Flashing Light? Was soll das heißen? Ach, da. Okay, also die so blau leuchtenden Punkte wahrscheinlich. Okay, es geht wieder in die Höhe. Oh. Jetzt regnet's? Ja, es regnet. Dann mache ich mich mal auf den Weg dorthin. So, ich habe noch eine zweite Aufgabe. Research the Airship Builder. Also so eine Art Konstruktionswerkzeug. Wo haben wir sie? Da ist er. Braucht doch Save wieder von diesen Materialien welche. Kann ich meine Fahrzeit gleich nutzen. So, und dann bauen wir den Airship Builder. Okay, jetzt habe ich das Bauwerkzeug. Baumenü. Ah. Hier kann ich jetzt mein Schiff erweitern. Tür, Plastikwand. Was haben wir noch? Ein Steg. Oh, das ist für außen, oder? Ja, hier kann man dann sozusagen sein Floß erweitern. Oh ja, sehr gut. Na, das ist doch genau das, was ich hier haben will. Ist das eigentlich teuer? Oh ja. Keine Ressourcen mehr. Offensichtlich ist das teuer. Okay, der Mottenschwarm ist auch wieder weg. Sehr gut. Okay, jetzt ist ja hier absolutes Chaos. Kommt von überall was reingeflogen. Ich hatte immer Probleme, diese Dinger zu finden, aber jetzt... Das ist ja absolut wild. Ist ja wirklich Ressourcen ohne Ende hier. Sehr, sehr gut. Okay. Soll mir für den Moment reichen. Also ich komme näher, aber... Nee, Quatsch, ich komme nicht näher. Ich fahre doch gar nicht. Ist mein Treibstoff alle? Mein Treibstoff ist alle. Sag das doch einer. So, ich habe jetzt gleich mal 2 Treibstoff hergestellt, also 100 Einheiten. Ja, und da boostet er auch gleich wieder. So, jetzt geht's hier weiter. Boah, dieser Mottenschwarm. Haut ab. Mir ist gar nicht klar, wie ich da jetzt rankomme. Denn ich bin, wie gesagt, auf maximaler Höhe. Ich soll erstmal laut Quest die Basic-Turbine erforschen. Dafür fehlen mir elektrische Elemente. Also ich habe eine Theorie, vielleicht kommt man höher, wenn man diese Turbine baut. Weil das ist ja im Prinzip erstmal der nächste Step. Allerdings habe ich keine elektrischen Teile mehr dafür. Das heißt, ich fliege mal da hinten hin. Zu diesen orange leuchtenden Türmen. In der Hoffnung, dass ich dort neue elektrische Teile finde. Und dann mit der Turbine hier noch ein Stück höher kann. Let's go. Oh, das sieht natürlich hier mit diesen Wetter- und Tag-Nacht-Effekten schon echt wild aus. In der Zwischenzeit kann ich ja mal die andere Aufgabe erfüllen. Einen neuen Raum bauen. Zack. Und nochmal, oder? Warum auch nicht? So. Jetzt ist das doch schon viel länger. Fliege ich gerade an meinem Ziel vorbei, ja. Airships module critically damaged. Was soll denn hier schwer beschädigt sein? Oh, hier ist irgendwas. Okay, elektrische Elemente. Okay, die findet man also wirklich hier auf diesen kleinen Funktürmen. Ah, Datenkarte. Metallboden. Ah, okay, man findet auch so anderes nützliches Zeug. Baupläne, eine Kondensatormembran, Essensration, Flicken. Okay, da muss man die Dinger also looten. Von einem Turm zum anderen. Und sich immer das gute Zeug mitnehmen. Gut, dann steht dem Turbinenbau ja nichts mehr im Wege. Ah, hier gibt es sogar noch eine Batterie. Und schmutziges Wasser, das nehme ich mir auch mit. Denn der Kondensator und Aufbereiter, das ist alles recht langsam. Eigentlich bräuchte man davon mehrere. Na, vielleicht kommen wir da noch hin. So, lass mich mal ein Stück aufsteigen und hier wieder raus aufs Meer, hätte ich beinahe gesagt. Raus in die Trümmerwüste ist vielleicht das bessere Wort dafür. So, ich lasse das Schiff mal hier stehen und versetze erstmal.
mein Zeug hier, um den Raum besser zu nutzen. So, an den Glaswänden hier kann man nichts platzieren, aber wenn man das hier zu so einer Wand macht, dann kann man hier auch was ranhängen an die Wand. Okay, cool. So, jetzt werde ich als erstes mal elektrische Elemente erforschen. Das kostet mir ein elektrisches Element, deswegen konnte ich es vorher nicht machen. Bin unterwegs zu einem weiteren Funkturm. Ich brauche noch mehr elektrische Teile. Ich dachte, ich könnte die jetzt selber bauen, aber dafür wird Kupfer benötigt. Und ich habe keinen Dunst, wo man Kupfer herbekommt. Ich hoffe, ich erfahre das noch. Jetzt erstmal hier zu so einem kleinen Funkturm. Und ich versuche mal zu landen, ohne mein Schiff zu beschädigen. So, gib mir Zeug. Ja, sehr gut. Synthetischer Kraftstoff sogar. Noch eine Membran, noch mehr elektrische Teile. Sehr gut. So will ich das sehen. So, gibt es hier wieder eine Batterie oben? Ja. Ah, und wenn man die entfernt, dann hört auch das Licht auf. Das heißt, man wird nicht mehr verwirrt, dass dann irgendwas leuchtet, wo man schon war, weil das hier in dieser freien, offenen Luft verlierst du natürlich auch schnell die Orientierung, wo du schon warst und wo nicht. Dann ist ja super, wenn das dann nicht mehr leuchtet. So, Fabrikator, jetzt geht's los. Lange habe ich drauf gewartet. Jetzt kann endlich die Turbine ans Schiff. Und dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke, dass man dann höher kommt. Da hinten ist so ein Doppellicht. Dann nehme ich mal Kurs dorthin. Ah. Okay, also von außen ans Schiff ranbauen. Ah. Was war denn das? Luftschiffschaden. Oh oh. Das sieht ja nicht so gut aus. Oh, hier ist auch schon irgendwas. Okay, also mein Schiff nimmt hier so ein bisschen Schaden, dadurch, dass ich durch diese Trümmer fliege. Mir ist allerdings gerade nicht klar, wie ich das reparieren kann. Na, finde ich vielleicht noch raus. Oh Gott, ich fliege da gleich gegen. So, aber ich müsste doch jetzt höher kommen. Na, schau dir das an. Da sind wir gleich auf 250 Meter und damit kann ich das hier auch betreten. Oh, ich kann jetzt viel weiter gucken. Ach, das ist ja gut. Jetzt kann man endlich mal so sehen, wie die Welt hier aussieht. Da hinten ist irgendein Gebirge mit so riesigen Pflanzen. Hier hast du irgendwie so einen Stadtbereich mit großen Towern. Da hinten ist noch so ein blauer Punkt, der leuchtet. Okay, viel, viel besser hier oben. Viel besser. Da unten ist ja alles neblig. Aber hier oben, da sieht es doch super aus. A storm is coming. Ein Sturm kommt. Ach du Scheiße, was jetzt? Blutmond? Zombies? Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Ich versuch mal hier zu landen. So sanft wie ich das nur kann. Uncharted area. The preliminary analysis started. Oh. Luftschiffschaden, Blitze. Blitzeinschläge sind eine Gefahr in großen Flughöhen. Verringere die Flughöhe und suche Schutz. Oder suche Schutz. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Guck mal die Tür hier zu. Und dann mache ich Bubu. Das hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Oh Gott. Ich muss was essen, ich muss was trinken. Sonst sterbe ich. Okay, trinken habe ich noch. Essen habe ich... Oh mein Gott. Essen habe ich ja auch noch. So, ich habe mich gerade nochmal um Essen und Trinken gekümmert. Der Sturm ist weg.
Und ich habe gesehen, ich habe ja diese Flicken hier. Haha, und damit repariert man das. Das ist ja interessant. Ich dachte, man macht das mit dem Konstruktionswerkzeug, mit diesem Bautool. Aber scheinbar machst du das mit den Flicken. Okay. Dann sollte man davon sich einfach immer ein paar im Inventar behalten. Essen könnte ich noch die Staubmotte. Und dann bin ich absolut voll mit allem. Tja, dann gucke ich mich mal hier um, oder? Was gibt es denn hier so Schönes? Radar. So, was ist das? Das sieht ja ein bisschen aus wie Kupfer. Ist es auch. Ah, okay, das kann ich abschießen mit dem Deckextraktor, damit ich die erweiterten Baupläne da bauen kann. Okay, cool. Hier ist mehr davon, hier ist noch sehr viel davon. Okay, das hole ich mir gleich. Erstmal weiter gucken. Ah, hier gibt es wieder das übliche Loot. Isotonisches Getränk, okay, das ist neu. Ah, hier sind die Flicken zum Reparieren. Leiterplatte. Okay, hier wird... So wie ich das loote, wird hier jede Menge Zeug freigeschaltet. Ich komme mit dem Lesen überhaupt nicht hinterher. Datenkarte, ist das ein Bauplan? Fensterwand, oh ja. Okay, cool. Join Project Oxygen. Das ist einfach ein Poster, ein Deko-Poster. Okay. Boah, hier sind alle... Du kannst hier wirklich alles öffnen. Maschinenteile, Maschinenteile. Maschinenteile. Das Einzige, was mich hier in dieser Umgebung quasi, was mich so ein bisschen behindert, sage ich mal, ist, dass es halt sehr, sehr dunkel ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich gewollt so. Aber wenn man hier reingeht... Ah, vielleicht gibt es noch später eine Taschenlampe oder sowas. Oder ein Helmlicht. Weil so hier diese Sachen anzugucken, das ist schon echt düster. Aber vielleicht kann man da mit Gamma und Kontrast noch was machen. Keine Ahnung. So, ja, hier über dieses kleine Jumping-Puzzle springen und die Batterie herausnehmen, damit das Teil auch aufhört zu leuchten. Nicht, dass noch andere Luftschifffahrer hier angelockt werden und mir meinen Loot klauen. Das wollen wir natürlich nicht. Gibt es hier unten eigentlich noch begehbare Sachen? Ja, hier kann man irgendwie auch noch rumlaufen. Das war daneben. So, was ist eigentlich die Konsequenz vom Tod? Das ist ja jetzt auch mal interessant zu erfahren. Also im Moment gar nichts. Habe ich irgendwas verloren? Ich weiß nicht, wie viel ich hier vorher hatte von den Sachen. Also wenn ich was verloren habe, dann nur ganz wenig. Aber gut, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ich habe ja auch nur auf normal gespielt. Es gibt ja noch zwei höhere Schwierigkeitsgrade. Boah, und hier kannst du richtig reingehen in diese Windturbine. Stark. Ah, hier gibt es noch, Kupfer. Und... Ja, hier gibt's Kupfer. Das war das. So, Deckextraktor. Dann zeig mal her, wie das mit dem Kupfer funktioniert. Das gibt jeweils 5 Kupfer. So, und aufwärts. Ich würde mal hier mein Schiff ein bisschen anders noch positionieren, damit ich mir das ganze Kupfer noch holen kann. Muss nur mal gucken, auf welcher Seite jetzt der Deckextraktor ist. Das ist die genau andere Seite. Okay, da muss ich so lang drehen. Ganz schön tricky, an die Sachen ranzukommen manchmal. So, jetzt gibt es ja aber einiges, was freigeschaltet wurde. Regenwasserkollektor, Standortradar. Das ist auch das, was ich hier laut Quest jetzt erforschen soll. Mache ich das doch. Und danach craften. Mir fehlt für den Bau noch ein bisschen Glas. Aber ich glaube, dieses Haus da hinten hat Glas, oder? Ja. Wenn mal dieser blöde Mottenschwarm hier verschwinden würde, dann könnte ich sogar was sehen. So, das reicht schon.
Dann bauen wir dieses Teil mal. In der Zwischenzeit gucke ich mir mal die neuen Baupläne an. Ich kann hier Metallboden bauen. Ah, könnte man das upgraden? Ist dann wahrscheinlich stärker. Es gibt auch einen Glasboden. Fehlen mir allerdings jetzt die Ressourcen. Fensterwand, Tür, Plastikwand. Kann man sich alles gönnen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Stäbe hier bauen. So, ich weiß gar nicht, wie weit man das dann in die Breite bauen kann. Aber das werde ich jetzt auf die Schnelle auch nicht herausfinden. Jetzt habe ich keine Ressource mehr. So, hier ist mein Poster. Und dann bauen wir mal den Standortradar, wo auch immer der jetzt gelandet ist, hier. Das ist für innen. Ah. Warum man das auf den Boden legen kann? Na gut. Ah, ich kann es sogar ans Fenster hängen. Ich tue es mal an die Seite. Ach, dann habe ich so eine Art Map. Das ist ja cool. So, ich bin jetzt hier an diesem Windturm. Da ist noch einer. Ah, hier sind überall erkundbare Orte. Zum Looting und Farming. Ja, echt cool. Jetzt könnte man hier, wo es wieder wahrscheinlich einen Sturm gibt oder so, das könnte man hier aufbrechen, weiter farmen, das ganze Teil ausbauen. Und wenn ich mir hier angucke, was man hier alles noch erforschen kann, man kann den Ballon noch vergrößern, Lagerkiste, Regenwasserkollektor, Platin, Heliumkraftstoff, einen richtigen Extraktor. Ja, und das hier ist erst der Anfang. Gut, ich nehme jetzt über 1,5 Stunden auf. Ich werde hier wahrscheinlich gar nicht so viel wegschneiden können, denn ich habe gefühlt eher wenig Zeit mit irgendwelchen Farming oder unwichtigen Sachen verbracht. Hier gibt es einfach so viel zu sehen und zu entdecken. Das ist schon ziemlich nice. Wie schon gesagt, zum Start der Early Access Phase wird sich das Game auf das fokussieren, was ich jetzt hier gezeigt habe. Also Schiffausbau, Looting, Crafting, Survival und natürlich die ganzen, ich will immer Inseln sagen, aber ja, wie nennt man sie? Die ganzen Türme, Hochhäuser und wo auch immer man hier drauf landen kann. Mit den Signalleuchten. Erkunden, ausbeuten. Und die Storyline, die findet dann in Form von Kapiteln, wie bei Raft, hier Einzug nach und nach im Laufe der Early Access Phase, bis es dann zum Ende ein finales Kapitel, also so ein Final Chapter gibt, wo das Game dann aus dem Early Access rauskommt und richtig released wird. Weiterhin fest steht schon ein Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern, der voraussichtlich schon dieses Jahr als großes Update dann noch reinkommen wird. Und nach Ende der Early Access Phase wird das Spiel dann für die bis dahin aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Also wenn das was für euch ist, am 22.06. ist der Start des Early Access, da könnt ihr das Spiel bereits kaufen. Ich habe es auch nochmal verlinkt in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Hinterlasst gern eure Meinung unter dem Video und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ein großer Dank geht auch raus an das Entwicklerstudio Far From Home für den Vorabzugang und das Sponsoren des Videos.